So, und es gibt zwei Matchstarts für René Adams. Er hat sich auch verrechnet. Dachte, er hat 7. Ja. Aber dachte, er hat 67. Oi, oi, oi. Jetzt ist aber diesmal kein Fehler vom Caller, diesmal eindeutig ein Fehler von René Adams. Mein lieber Schwan, wenn du meinst, du hast es geschafft, ja, nach einer Kuriosität, jetzt die nächste. Das sind mal sauber 20 Punkte zu wenig. Kriegt jetzt noch einen Matchstart auf der Doppel-10. Und das in diesem Moment, das ist wirklich wichtiger Moment. Klar, Lukas Wenig steht auf 170, das ist auch noch eine Menge, aber es wäre eines der verrücktesten Finishes Lukas gewesen. So, wenn du jetzt die 170 rausnimmst, dann haben wir hier mal was. Dann hören wir auf, dann gehen wir. Oh, auch Lou kann sich da das Schmunzeln nicht verkneifen. Nee, es ist auch durch, glaube ich, für Lou in diesem Spiel. 72, René, you require 20. Und es gibt die nächsten Matchstarts. Die Matchstarts 2, 3 und 4 für René Adams. Und dann macht das klar, 6-4 Erfolg für The Cube. Der holt seinen 8. Punkt aus seiner 10. Partie und setzt sich an den 2. Platz.